Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 274 von The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, wir haben uns jetzt hier entschieden, den Schiffsrumpf mal zu untersuchen, beziehungsweise das sind etliche Feinde, merke ich gerade. Ja, müssen wir mal Gas geben gleich. Mal gucken. Hallo? Ich möchte hier was untersuchen. Hallöchen. Spuren. Ach nee, Hexer, das war ja Muschlau. Den haben wir gerade noch gesehen. So, was ist hier mit den Vivern und so? Ach, nicht Vivern, Sirenen natürlich. So, was haben wir hier? Ah, dieses Aktivierungsdingens da. Da mussten wir diese Störungsgeschichte da finden. Ja, das brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir generell gar nicht mehr. Sorry, Sirene, stürzt bitte ab. Komm, ich brauche mehr Sirenen, dass die da immer schön angeflattert kommen. Können wir ein bisschen. Sehnlich nach Haus. Nach meiner kleinen Hütte, da kenne ich mich aus. Was? Was ist denn jetzt los? Nach meinem Paar mit der Pfeil, meine Idee. Ist das der Hex? Der Riese? Nee, der ist ja nicht aufs Schiff gegangen, oder? Der hat aber irgendjemandem im Schiff Fleisch gegeben. Das ist mir auch aufgefallen. Und da wusste man nicht, wer das ist. Und der spricht jetzt hier so ganz gemütlich, wer auch immer das ist. Es ist Zeit, höchste Zeit. Ich nehme Kurs auf zu Haus. Aha, wer ist denn das? Dort kenne ich mich aus. Was geht denn hier ab? Ich bin komplett durcheinander. So, also da könnte ich vielleicht noch gucken, was hier los ist. Sind es auch nochmal die Riesenspuren? Keine Ahnung, ja wahrscheinlich. So, ab hier hoch. So, wer ist hier? Stimme. Die Stimme ist hier. Hallöchen, Stimme. Oh, der Okto. Wer kennt ihn nicht? Ich kenne das Lied. Was machst du hier? Schaut, Männer. Noch einer. Und so oft habe ich ihnen gesagt. Was redest du da, Wilfred? Ja, recht hast du. Lernen's wohl nie. Der hier hat wenigstens ein Lied gehört, bevor er krepiert. Ich suche Jalma an Kret. Die Totenköpfe, wo kommen die her? Warum hat der Riese dich verschont? Was bringt der Riese euch zu essen? Warum hat der Riese dich verschont? Ich, meine Leute und die Sirenen. Wir bauen ihm ein Langboot. Hab die Segel genäht. Bin ein paar Mal getürmt. Aber die Sirenen haben mich jedes Mal zurückgebracht. Wozu braucht er ein Boot? Wo will er denn hin? Versprichst du es nicht weiter zu sagen? Meine Männer traue ich bis ins Grab. Aber dir? Versprochen. Ich sag es niemandem. Das ist so geil. Der Riese fährt damit los, um die Göttin der Ragnarok zu besiegen. Der letzten Schlacht vor dem Ende der Welt. Es ist bald fertig. Aha. Hat er ja eigentlich was Gutes vor. Wer waren diese Männer? Meine Mannschaft. Haben geschworen, bei mir zu bleiben. Haben Wort gehalten. Der Große ist Wilmar. Der Rechts ist Wilfred. Und der Stotterer ist Wilhelm. Warum seid ihr, du und deine Leute, noch hier? Wir können hier nicht weg. Der Riese wird uns alle umbringen. Wie die anderen. Ja, sie sind ja, sag ich mal, teilweise bei dir geblieben, sozusagen. Du bist Harald Hundeschnauze, Jarl von Undwig. Hab gehört, du wärst tot. Sehen wir vielleicht wie Tote aus? Ich und meine Jungs? Nun... Ganz genau. Also die Leute glauben, ich sei tot, sagst du. Vielleicht ist das auch besser so. Nein, ich bringe dich hier raus. Ich suche Hjalmar an Kret. Er soll mit einigen Männern auf diese Insel gekommen sein. Er wollte den Riesen töten. Oh ja, hab ihn gesehen. Wilmar auch. Sicher, dass er es war? Wilmar hat Adleraugen. Sie standen genau da, wo du jetzt stehst. Sahen armselig aus. Leif der Rote, Folan, Vigi. Unter uns, der Junge tickt nicht ganz richtig. Oh, der Junge an Kret war auch dabei. Haben sie dich erkannt? Nein. Den Göttern sei Dank. Ja, das ist ja mal glaubwürdige Stimme. Wenn er sagt, jemand tickt nicht richtig, ne, dann kann man ihnen ja Glauben schenken, sag ich mal. Haben sie gesagt, wo sie hinwollen? Haben sie, Wilmar? Oh ja, wollten ihr Lager beim alten Wachturm aufschlagen. Nicht zu übersehen. Steht mitten in einem Tal und bewacht einen Scheiß. Ich versuche wiederzukommen, wenn ich Hjalmar gefunden habe. Du scheinst dir deiner Sache sehr sicher zu sein.
Kannst du nicht auch den Riesen töten, wenn du schon dabei bist? Ganz allein? Sie sind alle gleich, nicht wahr, Wilhelm? Halten sich alle für unsterblich. Ich muss gehen. Bis dann. Oh, wenn du wirklich zurückkommst, würdest du mir einen richtig guten Faden mitbringen? Gibt's bestimmt im Dorf. Und Nägel. Wir haben kaum noch Nägel. Kannst du dir das merken? Nägel und Faden. Ich merk's mir. Hab ich nicht noch Nägel und Faden? Ich spreche nur einfach mal nochmal an. Seht nur, Leute. Weißhaar ist zurück. Was führt dich zu uns? Kann ich das jetzt, nö. Was bringt der Riese euch zu essen? Hab ich das noch nicht gefragt. Nicht viel Wild hier, aber der Riese hat dir was zum Essen gegeben. Wo hat er das her? Ich weiß es nicht und frag auch nicht. Es schmeckt mir und der Mannschaft. Da drüben auf dem Boden, an der Hand sind Bissspuren. Was? Wo? Wilmar, Mann, du solltest aufräumen. Kannst kein Geheimnis behalten, selbst wenn es um Leben und Tod ginge. Wir hatten die Wahl, entweder das oder zu verhungern. Aber ich habe niemanden gezwungen. Alle waren dafür. Ach du Scheiße, ey. Das ist schon bitter. Ich sollte jetzt gehen. Ja, genau, tschüss. So, weg hier. Ja, ja. Komm weg, Hexer. Das hier gebe ich mir nicht noch dauerhaft. Das ist ja Wahnsinn mit dem Typen. Ja gut, er ist natürlich verrückt geworden hier in seiner Verzweiflung, sagen wir jetzt einfach mal. Schon, ich würde ihm schon ganz gerne helfen. Ja, hier ist ein Schädel. Welch Wunder. Gibt es hier auch irgendwas Wertvolles für mich zu finden? Irgendein super geiles, super duper Schwert, das er nicht, einfach nicht zu führen weiß oder so? Nee, nur Schädel. Klasse. Oh Gott. Ist ja schlimmer wie im Friedhof hier. So, raus hier, Hexer. Kommen wir hier jetzt irgendwie nochmal raus? Okay, und jetzt sollen wir weiter erkunden mit Hilfe der Hexersinne. Genau, machen wir weiter. So, da sind noch Sirenen, die wir jetzt noch weiter abknallen. Eine Trage gezogen. So ist es. So, tschüss. So, wo ist dann dieser Typ jetzt? Oh, der ist immer... Die ist noch nicht tot? Doch, jetzt ist er tot. Stimmt, und im Einfrieren, das haben wir noch gar nicht mitbekommen, dass das mal irgendwie gezündet hätte. Meister-Reparaturset, sehr nett. So, Riese, wo bist du hingelaufen? Folgen wir einfach mal diesen Spuren. Jetzt ist er da hoch. Ah, da oben... Ne, da oben wäre zumindest mal noch... Oh, da oben ist sehr viel. Moment mal. Na, gucken wir mal. Kann ich... Oh, da wäre sowieso generell noch viel zu finden gewesen. Naja, egal. Was soll's. Ich glaube nicht, dass das jetzt so elementar entscheidend ist, was wir jetzt hier noch finden. Glaube ich zumindest mal nicht. So, das Ding hier haben wir schon 1000 Mal untersucht, glaube ich. Wo laufe ich jetzt hin? Ist das noch sinnvoll? Die Riesenspuren sind woanders hingegangen. Sollen wir dem Riesen folgen? Das wäre schon eigentlich ganz lustig, sage ich mal. Ich will den Riesenblatt machen. Der geht mal auf den Wecker. So, der ist hier hoch, oder was? Komme ich hier hoch? Ja, ne. Och, ne, komm, Hexer. Hexer. Ich muss einen anderen Weg finden. Ach so, okay. Ja gut, okay. Das ist natürlich ein Argument. Also folgen wir wieder den Hexerspuren. Hexer-Sinnen. So. Gucken wir einfach mal, ob wir da links jetzt so hochkommen irgendwie. Hier nach links, genau, das sieht doch gut aus. Wobei es die Quest mich da hinten hinschickt, echt? Oh Mann, oh Mann. Naja, gucken wir mal. Das Lager. Sie wurden angegriffen. Oh, okay, das klingt nicht gut. Gebrochener Rücken, als ob er aus großer Höhe gestürzt wäre. Hat viele Wunden, muss lange gekämpft haben. Da oben, was begrüßt uns da oben? Wir konnten den Angriff aber abwehren. Ich brauche mehr Hinweise. Ich sollte mich umsehen. Ja, ich sehe doch schon die Hinweise. Durchgekommen. Einzeln. Diese Spuren sind älter. Jemand hat das Lager vor dem Angriff verlassen. Okay, und das war Jalma, oder was? Folgen wir mal den Spuren. Und was ist hier oben los? Ein Kampf gegen eine Sirene, oder was? Der ewig lang dauert. Was weiß ich. Oh, da oben, unten wäre doch noch was gewesen. Okay. Ich hätte mich können noch genauer umsehen, oder wie? Was weiß ich. Ich folge jetzt mal den Spuren da. Und dann sehen wir mal weiter. So, der geht jetzt hier rechts genau in die Büsche. Und somit kommen wir jetzt auf das große Feld, wo ich da irgendwas finden kann. Anscheinend. Oder auch nicht. Doch, da unten. Oh. Den hat es trotzdem gekostet, glaube ich. Ist direkt im Bau eines Neckers gelandet, hat ihn aber erledigt. Ganz schön, ah, okay. Die Skelliger.
ist direkt im Bau. Ja, ja, das haben wir schon gehört. Ihn aber erledigt. Ganz schön zäh, die Skelliger. Okay. Jetzt kann ich den Fußspuren weiter folgen, oder was? So, ab dahin hin. Wo ist dann der Riese? Kommt der irgendwann noch, oder? Ah, da war irgendwas zum Untersuchen. Ah, tatsächlich irgendwas. Seine Pfeile liegen lassen. Hm, ungewöhnlich. Weil er auf der Flucht war? Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Oh. Necker haben den Verfolger aufgehalten. Also, okay. Na dann, wenn das so ist. Was machen wir denn da? Ah, yeah. So, jetzt hier irgendwo soll ja irgendein Hinweis sein, nicht? Verlassenes Dorf. Na, da hat er mal auf der Bank gechillt, oder was? Oder hat einen Baum umgeschlagen? Der Schütze wollte ihn töten. Ich frag mich, warum. So, hier ist natürlich, hier geht jetzt die Spur weiter. Hä? Hexer? Was machst du da? Hexer? Der Bogenschütze. Achso, okay. Ja, ne, da gehen die Spuren hier weiter, okay. Hier ist das verlassene Dorf. Bringt das mir irgendwas? Will im verlassenen Dorf vielleicht jemand mit mir Quinn spielen? Witz gemacht. So, was haben wir hier? Nichts Besonderes. Ja, Schädel ohne Ende. Ist das die Schädelinsel hier, oder wie? Oh Mann. Und ein paar ja, Schädel und Ohren. Haha. Jetzt habe ich aber die Wortwitze so richtig drin. So, was ist hier los? Ah, hier liegt noch mal was rum oder so. Blut verloren. Hat sicher nicht viel weitergehen können. Ah, da müssten wir ja gleich treffen. Hat viel Blut verloren. Hier oben irgendwo. Hat sicher nicht viel weitergehen können. So, hängt er jetzt hier rum? Der Bogenschütze hat ihn eingeholt. Und wo ist dieser Bogenschütze hin? Muss einer von Chalmers Männern sein. Und wo ist dieser Bogenschütze hin? Dieser Bogenschütze hat komische Fußspuren. Sie haben ihn in die Höhle gezogen. Ich frag mich, ob er noch lebt. Okay. Hallöchen. Oh, Trolle. Trollabsud. Das wäre doch mal was. Oder bitte, bitte, bitte. Ich könnte ja auch einfach mal Glück haben. So. Ja, komm, dann mach mal, hol mal hier mal die Fackel raus, die ich natürlich nicht jetzt ausgerüstet habe. Klasse. Und ich drücke mich wild durchs Inventar und mache irgendeinen Quatsch. Klasse. Komm, ich brauche die Fackel. Wo war die Fackel? Bei Ausrüstungsgegenständen. Ja, hier ist sie doch. So, Fackel für, ja genau, dieses komische Untersuchungsdingens da, das man nie braucht. Und mein Controller vibriert ohne Ende. Was will er mal damit sagen? Dass hier jemand Blut verliert? Nee? Nö, einfach nur rein. Komm, was soll das? Links wäre es weitergegangen, das habe ich schon gesehen. Oh, das war Gwen, das wollte ich nicht. Ich wollte hier ein bisschen Druck ausüben sozusagen. Hallo? Hallo? Was ist denn los? Warum konnte ich das jetzt nicht auswählen? Ah, jetzt hier. So, bringt mir gar nichts. Und hier komme ich wieder die Höhle raus, oder was? Ist das ein anderer Ausgang? Oder was soll das hier? Hm, merkwürdig, oder? Na, hier können sie einfach nur rausschauen und... Ja, keine Ahnung. Die frische Luft genießen, was weiß ich. Na gut, also dann hier links weiter, wie es eigentlich auch vorgesehen war. Der Bogenschütze war auch verwundet. Ah, das ist ja ein Troll. Hallöchen, Troll. Troll, ich bin da. Ich bin doch da. Eistroll. So, ja, genau. Da komm mal her. Komm her, Eistroll. Nerv die Leute doch nicht. Und stirb bitte. Oh, die halten echt viel aus. Was geht denn da ab? Gefällt mir ja gar nicht. So, stirb. Und gib mir bitte mal einen Trollabsud. Bitte, bitte, bitte. Komm her. So, Eistroll brennt bestimmt nicht gerne. Warum geht das jetzt nicht? Das verstehe ich nicht. Aber erst wenn die Ausdauer wieder voll ist, kann ich umwählen, oder was? Verdammt. Kriegt der jetzt noch Schaden? Na, irgendwie nicht. Vielleicht gleich wieder. Komm, Feuer. Und jetzt kriegt er vielleicht durchgängig Schaden. Naja, brennt nicht so gar, ne? Passiert wenig. Ich habe mir da mehr erhofft. Eistroll gegen Feuer. So, jetzt brennt doch mal dauerhaft, bitte. Das gibt's doch gar nicht. Nö. Ist echt wenig Schaden. Dann machen wir lieber schwere Angriffe. Auch wenn ich das absolut mal habe mit den 10% Lebens... Was? Du kannst das jetzt nicht tun? Ah, kann keinen schweren Angriff. Hab ich gerade mein Schwert verloren? Liegt da mein Schwert? Ernsthaft? Ist nicht wahr, oder? Das gerade nur so ausgesehen, da liegt noch mein Schwert.
Nee, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Moment mal, das irritiert mich gerade ohne Ende. Oder hat er die ganze Zeit das Schwert gelegen? Nee, das wird die ganze Zeit. Ich hab's noch alles ausgerüstet. Ich konnte die ganze Zeit schwere Angriffe machen. Ach so, der hat die Fackel dann vielleicht nicht rausgeholt. Ich habe jetzt nicht richtig drauf geachtet. Was weiß ich, was da los war? Jetzt kann ich wieder ums Quälen. Ich weiß nicht. Irgendwas ist gerade ein bisschen buggy. So, jetzt laufe ich mal hier diesen Pfad entlang, wo er mich eigentlich auch hinschickt. Dann bin ich nicht nach rechts gegangen oder so. Und das ist wieder ein Troll, okay. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, ob ich einen Trollabsud bekommen habe. Ich glaube aber nicht. So, stirb. Komm, mach doch mal einen Zauber, Mensch. Ausdauer, was ist dann? Oh, die ist ziemlich down. So, ein Troll wird wohl nicht umfallen, oder? Nee. Das macht gegen den echt gar nichts aus. Klasse. Ah, jetzt habe ich keine Fackeln. Jetzt kann ich schwere Angriffe machen. Warum auch immer er jetzt die Fackel abgewählt hat. Ja, und wie gesagt, ich könnte noch das eine Troll, das Absud herstellen. Ich weiß nicht mehr, was ich da brauche. Ich glaube, großes Gorgo-Dingens Absud oder irgendwas. Ich weiß, oder Wyvern. Ne, es war irgendein mächtiger Gegner auf jeden Fall. Ich glaube, königliche Wyvern. Ne, königlicher Gorgo. Irgend sowas. Irgendwas ganz Brutales. Davon das Absud, das bewirkt, dass jeder schwere Angriff mit zwar die Ausdauer abzieht, aber gleichzeitig im Gegner 10% Leben dauerhaft abzieht. Das finde ich halt auch brutal. Jo, also ich denke mal, gerade gegen so Gegner wie diesen, die einfach mal ein bisschen mehr aushalten, ist das schon ganz, ganz sinnvoll. So, habe ich mich jetzt hier wirklich gut umgesehen? Ich habe die Befürchtung, nein. Ah, und hier sehe ich natürlich jetzt, Moment, gibt es sogar noch zwei Anhaltspunkte. Also ich könnte hier raus, klar. Aber gab es hier nur zwei Wege hier drin in der Höhle? Ich kann das ja jetzt nicht anders sehen als auf der Minikarte da oben. Es gab hier noch den Weg hier hoch, den ich noch nicht gegangen bin. Wo auch immer der hinführt. Ach du Scheiße, hier kann man sich ja richtig verlaufen. Oder kam ich von hier? Da drüben kocht was. Aha. Okay. So, da runter jump ich jetzt lieber mal nicht. Was kocht denn da hinten? Komm, dann geh mal da hoch. Oder bin ich jetzt auf dem falschen Weg? Ja, ich glaube, ich bin auf dem falschen Weg. Jetzt bin ich nochmal dort, wo ich eigentlich raus. Ah, ne, Moment. Das ist hier richtig. Oh, ich bin irgendwie richtig gelaufen, keine Ahnung. Ja, was kocht die denn Schönes? Meinen Freund oder was, den ich hier befreien will? Kocht ihr da was? Ja, kochen. Hey, du da! Hilf mir! Das Wasser wird Schnauze! Ich brauche den Mann. Nein, wir bekommen Mensch von mir Hilfe. Ich Rätsel lösen. Na schön, spielen wir um ihn, du und ich, das reicht jetzt. Ja, ich spiele hier um gar nichts. Ich werde euch töten. Mir ist nicht nach Verhandeln. Sehr geil. Ich habe auch keine Zeit dafür. So. Ab auf die Eisrolle. So, was für ein Zauber könnte hier jetzt helfen? Ich würde sagen, Igni war schon der Beste. Der macht wenigstens ein bisschen Schaden. Oh ja, und mein Schwert ist angeschlagen. Ah, ist super toll. Oh, das noch hier. Oh, gut. Die friedvolle Lösung wäre vielleicht auch sinnvoll gewesen. So, Stirb-Eistroll. Ich muss dringend halt einen Eistroll hier besiegen. So, wir bleiben einfach mal dran. Ist mir jetzt egal. Bam, bam. So ist es. So, brennt Eistrolle. Vielleicht habt ihr immer einen Absud dabei. Wäre immer ganz nett. Ja, aber die sind unterstufig. Das ist eigentlich kein so großes Thema jetzt hier, wenn man nicht absoluten Blödsinn macht. So, der eine Eistroll ist Geschichte. So, und wir können schwere Angriffe machen. Und noch einen. Und noch einen. Sehr schön. Oh, da kommt der nächste, oder ist das. Oh, Moment, Moment, jetzt nervt er. Jetzt fängt er an zu nerven. Mit dem Ausweichen, das wollten wir ja auch noch skillen. Dass immer, wenn ich ausweiche, dass ich dann kurz so eine No-Hit-Phase habe, sozusagen. In der ich unverwundbar bin.
eigentlich auch ganz cool, das mal zu skillen. Das hole ich auf jeden Fall auch noch rein in die Skillung. Also kann ich mir vorstellen. Muss ich mal gucken. Gerade in so Momenten, wo man eingekreist ist und Parieren vielleicht auch nicht mehr hilft, weil die mit schweren Angriffen auf mich einprügeln, könnte das doch recht nervig sein, sage ich mal. So, bam. Dann ist ein sehr agiler Hexer natürlich schon sehr hilfreich. So, Stirb, Eistroll, so ist es. So. Zuerst nach den Absuten gucken. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, immer beim Loot, aber ich glaube, da war kein Absut, kein Troll. Ach, nicht Absut, sage ich. Ich habe einfach kein Glück. Das gibt's doch ganz so. Wie kriege ich den ja jetzt raus? Öffnen. Öffnen. Kannst du gehen? Ja, ich schaff's schon. Verschwinden wir von hier. Kurzes Gespräch, würde ich mal sagen. Wäre auch ganz hilfreich. Ich gehe nie mehr in eine Sauna, aber sonst geht's mir gut. Du hast mich gerettet. Wie kann ich dir danken? Ich suche Chalmar. Chalmar? Würde ich auch gern wissen. Er und der Rest der Mannschaft. Es muss was passiert sein. Sonst hätte er nach mir gesucht, als ich in jener Nacht verschwand. Ganz bestimmt. Warte mal. Warum suchst du Chalmar? Wo hatte Chalmar den Eisriesen vermutet? Wie seid ihr voneinander getrennt worden? Erzähl mir mehr von der Expedition. Krach hat mich geschickt, um Chalmar zu helfen. Krach hat mich geschickt, um Chalmar zu finden. Auf Arzgellig soll ein neuer König gewählt werden. Alle warten auf die Rückkehr des Jungen an Kret. Dann hat's schon angefangen. Chalmar, Herrscher der ganzen Skelligen. Denkst du, er ist nicht der Richtige? Chalmar ist unverantwortlich, stur und hört auf niemanden. Aber er ist ein geborener Anführer. Sind Freunde, seit wir Kinder waren. Er, Ceres und ich. Ceres erhebt ebenfalls Anspruch auf den Thron. Ceres? Aber sie... Nun, sie ist... Sie ist genau wie ihr Vater Krach. Alle waren schockiert. Wie der Vater, so die Tochter. Was ist mit Krach? Hat er sie bestärkt? Hat er sie in ein blödsinniges Abenteuer geschickt? War nicht begeistert. Besonders, weil Ceres los ist, ohne ihm ein Wort zu sagen. Mir auch nicht. Wo ist sie hin? Hat sie jemanden mitgenommen? Spikerup. Und nein, niemanden. Sie ist allein los. Verflucht nochmal. Wenn ich einmal nur... Ist sie wieder zurück? Weißt du das? Ja, sie ist zurück. Hat getan, was sie tun wollte. Den Göttern sei Dank. Hast du eine Idee, wo Chalmar den Riesen vermutet haben könnte? Wir haben erfahren, wo er haust. In den Höhlen oberhalb des Dorfs. Chalmar hat entschieden, dass wir am besten über den See fahren. Vigi, der Spinner, hat steif und fest behauptet, er wüsste einen besseren Weg. Durch die Minen. Aber keiner von uns wollte in eine Monstergrube steigen. Cool, das ist genau mein Ding. Wie bist du von den anderen getrennt worden? Hab Nachtwache gehalten und gesehen, wie Egner von Farö Chalmars Hornwalhorn gestohlen hat, mit dem man die Sirenen vertreiben kann. Der Kerl ist davongeschlichen und ich bin ihm nach. Keine Ahnung, was in diesen Idioten gefahren ist. Hab Chalmar gewarnt, dass er ihn nicht mitnehmen soll. Mindestens 1000 Mal. Und? Hast du ihn eingeholt? Ja, in dieser Höhle. Der Bastard hat so laut geschrien, dass er die Trolle angelockt hat. Dachte schon, die Biester fressen mich gleich auf. Haben mich aber nur in eine Marinade getunkt. Meinten, ich wäre heute reif. Wäre mein sicheres Ende gewesen ohne dich. Tja, ich würde sagen, ich weiß genug. Ich glaube, ich weiß jetzt, was ich wissen muss. Mach's gut. Warte, ich komm mit. Zum Glück haben die Trolle meinen Bogen nicht als Anmachholz benutzt. Gut, gehen wir. 10 Erfahrungspunkte erhalten und Folan, oh, der hat jetzt auch Lebenspunkte, okay. Können wir den irgendwie heilen, ist die andere Frage. Aber cool, dass wir jetzt mal so einen Begleiter haben. Das war, glaube ich, noch nie so. Ein Begleiter, der Lebenspunkte hat und der jetzt auch sterben kann. Also müssen wir gucken, dass wir ihn auch möglichst beschützen, dass er nicht jetzt stirbt. Überquere den See, erkunde mit Hilfe deiner Hexensinne die Ruinen weiter.
Was weiß ich, müssen wir mal gucken, wie wir da weitermachen. Ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Part. Wie gesagt, bin dann jetzt mal in Urlaub. Ihr seht die Parts bis hierhin und nach meinem Urlaub geht's an dieser Stelle weiter. Ich freue mich tierisch drauf und sage bis dann. Habt einen schönen Tag, haut rein. Ciao.